Siebente Station, Jesu Tod. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Danach, als Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte: Mich dürstet. Ein Gefäß mit Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm mit Essig auf einen Isopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf. Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten, baten die Juden Pilatus, man möge den Gekreuzigten die Beine zerschlagen und ihre Leichen dann abnehmen. Denn dieser Sabbat war ein hoher Feiertag. Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem ersten die Beine, dann dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Der Stab mit dem Schwamm und die Lanze. Der Schwamm, aus dem Jesus zum letzten Mal etwas trank. Ein letztes Zeichen seiner Menschlichkeit. Die Lanze, die es unwiderlegbar deutlich machte, Jesus ist tot. Wirklich tot. Es ist vollbracht. Mit diesen Worten endet das Leben Jesu. Es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Er sollte der Erlöser der Welt sein. Einsam und nackt und blutend und ausgelacht stirbt er wie ein Verbrecher vor aller Augen am Kreuz. Wie kann das das Ziel der Erlösung sein? Mit seinem Tod zerbricht Jesus auch unsere Vorstellungen von Erlösung. Kein Licht, keine Freude, kein Glanz. Stattdessen ist da Finsternis, Durst und Verzweiflung. Im Tod, den Jesus erleidet, taucht Gott selbst ein in die tiefsten und finstersten Abgründe der Verzweiflung. Der sterbende Gott. Das entzieht sich unserer Vorstellungskraft. Gott kann nicht sterben. Gott ist ewig und allmächtig, so wollen wir schreien. Und trotzdem zeigt uns das Kreuz etwas anderes. Durch seinen Tod erlöst Jesus uns Menschen aus der Finsternis unseres Lebens, nicht indem die Finsternis in Licht verwandelt wird, aber indem er selbst in unsere Finsternis hinabsteigt. Als Jesus am Kreuz starb, gab es keinen Ort menschlicher Verzweiflung mehr, der für Gott zu tief war. Seit Jesus am Kreuz starb, ist Gott an jedem noch so finsteren Ort unseres Lebens bei uns. Es ist vollbracht. Barmherziger Gott, du hast die Tiefen unseres menschlichen Daseins durchschritten. Du bist für uns durch die Hölle gegangen. Du hast uns erlöst von der Einsamkeit und Verzweiflung, weil du auch in unseren dunklen Stunden bei uns bist. Herr Jesus Christus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Amen. Es dient zu meinen Freuden und tut mir herzlich wohl, wenn ich in deinen Leiden mein Heil mich finden soll. Ach, möcht ich du mein Leben an deinem Kreuze hier, mein Leben von mir geben.